Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Ich kann überhaupt nicht mehr erholt schlafen. Ich komme einfach überhaupt nicht mehr runter. Das sind Aussagen, die mir tagtäglich in der Praxis begegnen von meinen Klienten, die immer mehr Schlafstörungen und Schlafprobleme haben. Häufig liegt das an Nervosität und innerer Unruhe, so beschreiben sie es. Wie wir im konkreten Fall diese Probleme lösen und was es dabei zu beachten gibt, das erfahren Sie jetzt. Herzlich willkommen, Daniel Hertig und Robert Kaschinski. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schlafprobleme, das ist aber wahrscheinlich ein Klassiker. Auf jeden Fall. Ich bin heute gespannt, was wir heute in der Sendung erfahren, ob es was Neues gibt. Ne? Wir wissen ja alle möglichen Ursachen der Schlafprobleme, die kann man ja mittlerweile googeln. Ja. Aber ich bin jetzt gespannt, hast du neue Informationen für uns? Ja, ich würde sagen, durchaus. Es geht ja zunächst einmal darum, einmal das Bewusstsein zu schaffen, wie problematisch ein schlechter Schlaf ist. Unfassbar viele Klienten haben das. Die sagen, ja, schlafe ich halt nur 5-6 Stunden, erholt bin ich auch nicht, aber ich schaffe es schon über den Tag hinweg. Auch hatte ich immer wieder Menschen, die 30 Jahre im Schichtsystem gearbeitet haben oder Nachtschicht, die schlafen gar nicht mehr richtig durch. Und man muss sich nur einmal, dafür ist Wikipedia mal ganz nützlich, mal alle Symptome anschauen, die durch Schlafentzug passieren. Weil nichts anderes ist das ja, wenn man das über Jahre und Jahrzehnte hat. Das ist eine Liste. Mir ist kein Thema bekannt, was so viele Symptome aufzeigen kann. Das endet gar nicht mehr. Alle möglichen Probleme können durch Schlafentzug kommen. Und die fangen ja an bei Schlafproblemen. Natürlich testen wir dabei kinesiologisch Standardgeschichten, wie liegen Torsionsfelder, Störfelder, Wasseradern vor? Muss das Bett verrückt werden? Wie ist der Raum allgemein? Gibt es also da irgendwelche externen Störfaktoren? Aber dann testen wir natürlich auch, wie geht es dem Klienten? Wo kommt diese innere Unruhe her? Kommt es von der Psyche, vom Mentalen? Oder kommt es rein von der Struktur, von den Nerven her? Haben wir ein nervales Problem, wo die Leute einfach nicht runterkommen? Das sind erstmal eine von ganz vielen Ursachen, von ganz vielen Problemen natürlich, die wir alle differenziert testen müssen, um überhaupt zu erfahren, wie können wir dem Klienten helfen. Das Besondere ist jetzt, dass wir häufig auf ein Gerät oder eine Methode oder mehrere Geräte zurückgreifen, die nicht groß bekannt sind. Und das ist zum einen die Viola-Tesla-Platte und zum anderen natürlich die Nano-Campo-Matte. Das heißt, wir arbeiten da wenig mit spezifischen Mitteln. Es gibt ja, also der Klassiker ist ja, dann schlucke ich Melatonin oder dann schlucke ich dies oder das oder jenes. Es testet so gut wie nie. Sondern wir arbeiten dann gezielt über verschiedene Geräte, eben die Viola-Tesla-Platte und die Nano-Campo-Matte, am Gesamtsystem des Körpers. Und das sind alles zum Glück Systeme und Dinge, die der Klient bei uns kaufen oder mieten kann und sich zu Hause dann behandeln kann, was einen extrem großen Effekt wirklich hat. Und da testen wir natürlich auch, braucht es überhaupt beides? Braucht es überhaupt eins von beiden? Welches von beiden braucht es? Wie lange braucht es? Was? Und so weiter. Das fällt es natürlich unglaublich weit. Aber das sind Lösungen, die mir persönlich sonst überhaupt nicht bekannt sind. Ich kenne eben Themen, wie so immer, machen Sie mehr Yoga, mehr Entspannung, mehr Meditation. Oder eben dieses Thema mit Melatonineinnahme, irgendwelche konkreten Nahrungsergänzungen. Natürlich testet häufig in Form Nerv, was das Nervensystem runterfährt. Aber das ist selten die einzige Lösung, die wir dabei wählen. Felix hat es erwähnt, Daniel. Viola Tesla und Nano Campo Matte. Dann möchtest du uns den Zuschauern erklären, vielleicht einsteigen. Viola Tesla, was ist das überhaupt konkret? Konkret. Also es geht mal darum, wir haben eine Information, die jetzt im Körper angekommen ist, die ganze Zeit den Körper stresst. So, und jetzt ist die Frage, was ist jetzt im Körper passiert? Das heißt, mit den Jahren, wenn wir immer wieder gestresst sind, es gibt ja Menschen, die von Grund auf immer wieder nervös sind, mal das verschlechtert natürlich die Situation, das muss man mal wissen, dass alles wird dann, was du denkst und was dich stresst, wird irgendwie irgendwann in dein Elektron kommen. Und das Elektron ist ja 99,9% kleiner als das Proton und das Neutron. Also heißt das, mit der Zeit tut das kleine Elektron auch das Proton und Neutron erfassen. Und jetzt kommt es und das Proton und Neutron dann dort, das speichert, wenn man so will, die Krankheit. Oder das tut natürlich dann auch schneller schwingen. Wir testen kinesiologisch, also was haben wir für eine Grundschwingung und wie schwingst du
in deiner Proton- und Neutronenschwingung den Tag durch. So. Und jetzt kommen wir verrückten Typen und sagen, wenn du zweimal am Tag auf diese Matte, auf Platte gehst, die mit 8 Hertz schwingt und du bist bei 40 Hertz statt bei 20 Hertz, haut dich das sofort runter auf eine gesunde, rechtsdrehende Art, dass dein Körper gerade wieder in die Ruhe kommt. Wir haben so viele Klienten, die stehen drauf und die haben sofort keine Sorgen mehr. Erst dann kommen sie wieder. Keine Sorgen. Nein, man kann nicht negativ denken mit 8 Hertz. Geht nicht. Du schaffst das nicht. Du schaffst nicht negativ zu denken bei 8 Hertz. Das heißt, du musst eine Erhöhung haben, eine Angst haben. Die Angst kann ja bis 100 Hertz raufgehen. Da musst du unglaublich hoch takten, damit du überhaupt in diese Situation reinkommst und da denken kannst. Das hat ja auch mit Schwingung zu tun. So. Und jetzt ist die Situation, dass wir sagen, okay, zweimal das. Und dann haben wir die Proton, das heißt die Masse, ist dann in die Ruhe gekommen, weil wir über die Elektronen das gar nicht mehr schaffen. 2x5 Minuten, das heißt aber nicht, dass das die Lösung ist. Aber das heißt, sofort ist der Klient in einer Ruhe, er kann das 1-2 Monate mieten und er kommt sofort runter. Ja? Selbstverständlich sind die Schwingungen immer noch im Körper drin und kommen dann mit der Zeit wieder. Das heißt, seine Grundschwingung ist immer noch da. Aber wir bekommen Zeit, ihn zu therapieren. Es ist das eine Lösung, das ist nicht die Lösung für alle, aber das kann das sein. Wir testen also, wie hoch schwingt er in der Nacht oder wie tief, besser gesagt. Er müsste ja im Idealfall, also ganz sicher unter 12 Hertz runtergehen in der Nacht, am liebsten 8 bis 4 Hertz runter, damit er noch gut in die REM-Phase kommt. Aber die meisten Menschen, die so unterwegs sind, sind bei 15, 16, 17, 18 Hertz. Die kommen gar nicht mehr auf die gesunden 8 Hertz runter. Also das heißt, die sind in der Nacht immer noch zu hoch taktet. Und wenn man dann fragt, wie hoch schwingt deine Protonen und Neutronen am Tag, dann sind wir dann bis 40 Hertz. Und ab 20 Hertz kommen wir schon in den Stress. Oder? Das heißt, der ganze Körper ist dann in Hochleistung. Oder? Und wenn wir dann über 30 Hertz kommen, dann sind wir dann bei ADHS und solchen Problemen. Also da geht es dann richtig die Post ab. Und wenn man das die ganze Zeit macht, wenn man nicht mehr sauber reguliert, oder? Man bleibt dann einfach, anstatt dass man zwischen 4 bis 25 Hertz geht, geht man von 15 bis 40. Ja, das muss doch ein Problem sein. Die ganze Zeit schwankt man in diesen viel zu hohen Schwingungen und die Protonen, die geben ja deinen Grundrhythmus an und das ist dann das Problem. Das ist die Viola Tesla-Platte. Geben wir nur, wenn wirklich das die Ursache ist. Und wenn wir aber ganz ein anderes Problem haben, nämlich ein rein Elektronenproblem, das heißt, wir haben die ganze Zeit nur die Gedanken, aber die Protonen sind noch nicht in dieser Schwingung. Das heißt, wir haben immer nur Angst. Wir haben jetzt die Angst von einem Stress oder von einem Unfall oder von den Kindern oder von irgendeiner oder Angst, Geld zu verlieren, was auch immer. Dann schwingen wir zu hoch in der Elektronenebene. Die Protonen sind noch nicht betroffen. Da braucht man eine Nanokampomatte. Da muss man in der Nacht wieder die Energie tanken, dass man sich beruhigen kann, reparieren kann. Mhm. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, das eine ist besser als das andere, sondern es hat eine unterschiedliche Funktion für unterschiedliche Bedürfnisse. Komplett unterschiedlich. Wir müssen auch sagen, wir haben noch viele Fälle dazwischen. Was man nicht vergessen kann, ist, was leider Gottes selten bis gar nie gemessen ist, ist der 24-Stunden-Cortisol-Haushalt. Wir messen höchstens in 12 Stunden. Warum? Mich interessiert doch in der Nacht, ob das Cortisol runtergeht oder nicht. Weil wenn das Cortisol in der Nacht nicht runtergeht, dann haben wir alle gesunden Hormone, die nicht mehr kommen können. Wir haben kein HGH mehr. Wenn wir kein Aufbauhormon haben in der Nacht, wenn wir in der Nacht kein HGH mehr haben, dann können wir ganz viele Sachen nicht mehr machen und kommen nicht in den Tiefschlaf rein. Das heißt, wir brauchen die Wachstumshormone auch, wenn es nur noch ganz wenig ist im Alter, brauchen wir immer noch in der Nacht, um den Körper anabol wieder zu reparieren. Und was macht meine Nanokampomatte? Nur anabole Schwingung zu geben. Also genau das geben wir dem Klienten. Und so können wir über die anabole Schiene, können wir diesen Cortisol einfach als Gegenspieler geben und der senkt sich automatisch dann auch. Und somit kann man wieder in den Tiefschlaf gehen. Also die gleichen Resultate, einmal über die Protonen, einmal über die Neutronen. Mhm.
Ja, was soll man dazu sagen, Felix? Soll man sich jetzt einen bestellen oder sollte man lieber sich vorher die Meinung abholen bei dir? Ja, unbedingt natürlich vorher kinesiologisch testen, weil es geht natürlich auch immer darum, jedes Problem ist immer individuell. Das heißt, man muss natürlich schauen, hilft es den Klienten überhaupt? Wir vermieten oder verkaufen sowas ja nur, wenn es unabdingbar ist, wenn wir es unbedingt brauchen. Das meines Erachtens neu für die Klienten ist, wir reden ja bei dieser Thematik nicht von dem Körper an sich, wir reden nicht von den Zellen, wir reden nicht von der DNA, wir reden von der atomaren Ebene. Und das ist ja etwas, was viele völlig aus der Fassung bringen. Man sagt, wie kann das denn sein? Also wie kann man sowas denn messen? Also, ja eben, kinesiologisch, weil sonst, wie will man das messen? Es gibt ja kein Labor, was diese Faktoren messen kann. Und das ist ja genau das Schwierige. Das heißt, wenn man nicht dahin kommt, das überhaupt zu entdecken, wie will man auf die Idee kommen, dass dort das Problem ist und wie will man das lösen? Das heißt, für mich ist die vor allem neue Erkenntnis, dass wir viel, viel tiefer schauen müssen, weil im Endeffekt häufig ja auch die Psyche, negative Gedanken, eine Folge dieser Schwingungsproblematik ist. Das heißt nicht umgekehrt, dass die Psyche die Ursache für die innere Unruhe ist, sondern die Frage ist ja, was ist die Ursache für die Psyche, für die negativen Gedanken? Und häufig ist das nicht irgendwelche Lebensumstände, es können natürlich auch Darmthemen sein, Mangel an Neurotransmittern, gibt es alles, keine Frage. Aber es ist häufig auch einfach das Problem, dass die Schwingung nicht wirklich passt. Und das kann man eben relativ einfach korrigieren. Und damit haben wir auch schon viele Leute behandeln können, die eigentlich, sage ich mal, wirklich psychische Themen hatten Richtung Depression oder depressive Episoden, obwohl wir keinerlei Gesprächstherapie, Psychotherapie oder irgendwas gemacht haben, sondern nur die Viola Tesla-Platte. Weil, wie Daniel sagte, du kannst währenddessen keinen negativen Gedanken fassen. Machst du das einen Tag, dann hältst du vielleicht eine Minute. Machst du es eine Woche, hältst du vielleicht 10 Minuten. Machst du es einen Monat, hältst du vielleicht eine Stunde. Machst du es mehrere Monate, hältst auf einmal mehrere Stunden oder den ganzen Tag. Und das ist das Interessante. Wir reinformieren den Körper immer wieder. Komm runter von der Schwingung, komm runter von der Schwingung. Und irgendwann überträgt sich das natürlich auch auf unsere Gedanken. Es ist ja so gekommen. Ja, genau. Einfach den umgekehrten Weg. Genau. Mhm. Ja. Das heißt, man könnte auch mit mehr positives Denken auch viel erreichen. Ist sehr schwierig. Wer kann schon den ganzen Tag positiv denken? Das ist viele, viele solche Sachen. Ich sage ja auch, du kannst praktisch jede Ursache einer Krankheit mit einer Meditation kannst du in Schach halten. Nur wer hat 8 Stunden pro Tag Zeit zu meditieren, oder? Ja. Es ist immer die Frage, wie schlimm ist die Krankheit? Also das heißt, wir haben für alles über die Information die Möglichkeit, etwas zu tun. Aber es ist so, dass das natürlich für viele Menschen nicht möglich ist, weil sie finanziell das nicht können oder weil sie die Zeit nicht haben oder die Energie nicht mehr haben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn wir eine innere Unruhe haben, oder, dann haben wir ganz sicher eine Disbalance und irgendein Manko und irgendetwas zu viel. Oder? Das ist das, was wir vorher mit den atomaren Situationen beschrieben haben. Und wenn jetzt die Zuschauer, da werden 99% werden als erstes an ein Produkt denken, das sie beruhigt. Oder? Haben wir ja selbstverständlich eben das Formnerv. Aber wie ich auch gesagt habe, das Formnerv testet. Und aber nicht immer. Aber das Interessante ist, dass sogar Stammkunden von uns, die in der Prävention sind, oder? Da teste ich, dass sie keinen Formnerv mehr brauchen. Und dann sagen die mir, ja, das ist schon so, aber weißt du, sicherheitshalber kaufe ich es trotzdem. Unglaublich. Ich sage, ich möchte ja dir das nicht verkaufen, weil du bist schon so gesund, dass du das nicht brauchst. Ja, weißt du, das geht, das tut mir gut, das weiß ich, das ist toll. Ich bin ja nicht dagegen, es schadet ja nicht, das ist völlig klar. Aber es geht ums Bewusstsein, dass wir immer glauben, der Körper braucht das. Und wenn man mit der Nanocampomatte arbeitet, wenn man die Energie von der Nanocampomatte über Elektronen bekommt und dieser Ausgleich passiert, kann man auch mit der schlechtesten Ernährung immer noch einigermaßen gut leben, oder? Klar bleibt man nicht gesund, das ist klar, oder? Aber was die Matte macht, ist unglaublich, weil die Energie, die nicht mehr in der Nahrung ist, zu einem großen Teil wieder über die Elektronen, über eine gesunde Schwingung der Elektronen, der Körper wieder auftankt. Es gibt ja Theorien, wo man sagen kann, es gibt Menschen, die nur von der Sonnenenergie leben können. Das sind ja nichts anderes als Elektronen. Also kann man sich von dem ernähren. Und ich gehe so weit, und ich meine, ich bin ein ganz verrückter Typ,
Ich erfinde eine Nanocampomatte, damit ich weniger Produkte verkaufe. Ist ja Wahnsinn, aber das ist so. Ja, weil das hilft und weil das geht. Weil der Nutzen im Vordergrund steht. Ja, genau. Im Vordergrund und das geht. Wunderbar, ich denke, die Sendung können wir schließen. Wir haben ja im Prinzip das Thema sehr gut behandelt in der kurzen Zeit. Ja. Klienten, Zuschauer, die mehr Informationen haben möchten, Viola Tesla-Platte, Nanocampo-Matte, auch ob das vielleicht für ihren Schlaf, den sie ein bisschen optimieren möchten, helfen kann. Wo finden sie dich? Ja. Am einfachsten findet man uns unter www.selbergesundwerden.com. Dort können Sie sowohl diese angesprochene kinesiologische Testung machen, bei uns vor Ort in der Praxis oder auch über die Distanz, wie auch Infos einholen über die Viola Tesla Platte, über die Formstem-Produkte, die wir teilweise erwähnt haben, wie natürlich auch die Nanocampo-Matte. Ja, vielen Dank euch beiden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank, lieber Robert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass Sie bis zu dieser Stelle uns zugehört haben und hoffe, dass Sie einige vielleicht neue Aspekte in diese Problematik oder Thematik der inneren Unruhe, Schlafprobleme mitnehmen konnten. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.